Mönchengladbach gegen Juventus. Gemein haben sie wenig miteinander, diese beiden Clubs. Allenfalls den Status. Sie sind Meister ihres Landes und natürlich das Ziel. Sie wollen die nächste Runde im Europacup erreichen. 65.000 im nicht ganz ausverkauften Rheinstadion in Düsseldorf. Beim gemeinsamen Auflaufen gleich, dann hören diese Gemeinsamkeiten schon auf. Mönchengladbach, Juventus, das sind Gegensätze par excellence. Die Mannschaften an der Spitze, Berti Vogt und für die Italiener Anastasi, der Mittelstürmer, der im letzten Augenblick hier in die Kapitänsrolle schlüpfte, nachdem Fabio Capello nicht spielen kann. Probetraining eine halbe Stunde vor Spielbeginn, dann die Information, auch er fällt aus, genauso wie Causio, die beiden Spielmacher des italienischen Meisters, also nicht dabei. Der Schiedsrichter gespannt. In der Mitte Robert Wirtz, der Franzose aus Straßburg. Die Mannschaft, die den erfolgreichsten Angriffsfußball spielt in Europa, so das Urteil einer internationalen Jury kürzlich in Paris. Mönchengladbach auf der anderen Seite, der Meister in der Verteidigung, die zu Null Akrobaten aus Turin. Die Seitenwahl. Die Italiener ganz in Blau. Sie alle werden verteidigen, bis auf die Nummer 9, Anastasi. Der Nationalmittelstürmer. Ihr bekanntester Mann, Dino Saff im Tor. Die Mönchengladbacher. Die beiden Nationalspieler Bonhoff und Wimmer sind dabei, haben ihre Verletzungen auskuriert. Rainer Bonhoff musste eine halbe Stunde vor Spielbeginn noch zum Schiedsrichter. Er spielt mit einer Manschette am rechten Arm nach dem Armbruch. Ein Schaumgummiverband. Die Reservebank. Der Italiener Altafini, der bekannteste Mann mit der Nummer 13. Der erste Angriff geführt vom italienischen Meister, Heinkes. Bonhoff, Wittkamp. Dana Heinkes. Schiedsrichter Wurz, der schon zweimal Spiele von Borussia Mönchengladbach geleitet hat. Wimmer gegen Chirea, den Libero. Cucuredu mit der Nummer 7. Ein Fehlpass, Jensen.
Bimmer und Dana. Stielicke. Dana. Stielicke mit der Nummer 10. Bimmer. Bonhoff. Keine Schussmöglichkeit. Öffnen des Spiels. Schäffer. Dietmar Danner, der das Spiel machen soll bei der Borussia. Wimmer. Heinkes. Der Pass in die Tiefe. Und Freistoß. Stielicke. Beifall hier für Juventus. Einige tausend Schlachtenbummler hier, die sich für Juve begeistern. Wimmer in seiner typischen Art. Der junge Schäffer mit der Nummer 3, sehr offensiv. Er hat keinen direkten Gegenspieler. Jensen. Gut gelöst. Gut gelöst von Morini, dem großgewachsenen Vorstopper. Hier sieht man es, vorbei. Die erste klare Schussmöglichkeit, den Ball nicht voll getroffen mit dem linken Fuß. Fehler von Bonhoff, Anastasi gegen Fuchs und Wittkamp erklärt. Stielicke meldet sich drüben an der linken Seite, aber der weite Querpass wird abgefangen. Kein Abseits. Tardelli. 6 Minuten gespielt, meine Damen und Herren, bisher überraschend offen diese Begegnung. Hier der Sololauf des Italieners, im letzten Augenblick gestoppt zur Ecke. Schussmöglichkeit. 3 Gladbacher gegen 5 Abwehrspieler. Bonhoff mit nach vorn. Jensen.
Borussia versucht also offensichtlich nicht, Juventus von Anfang an mit allen Mitteln in die Defensive zu zwingen. Vielleicht eine gute Taktik, dadurch ist nicht nur das Spiel offener, die Mannschaft hat mehr Raum. Vielleicht versucht sie sogar, den Gegner zu ziehen, zu locken. Das birgt natürlich auch Risiken, wie wir zweimal gesehen haben. Sehr wendig am Ball, der Linksaußen, Bitega. Sie helfen alle hinten mit aus. Wieder Tardelli, Anastasi. Furino ist das drüben, gegen Vogt. Juventus nimmt energisch jede Konterchance wahr bisher. Berti Fuchs. Wunderbar. Und 8 Meter vor der Torlinie pariert Dino Sof diesen Ball. Es ist Gori mit der Nummer 10. Ein Mann, der vor Jahresfrist noch in Cagliari spielte, an der Seite von Riva, der bei Juventus die Rolle von Helmut Haller einmal übernehmen soll. Ein junger Mann. Anastasi gegen Fuchs, so heißt ein Duell. Sehr wendig, der Mann mit der Nummer 9. Anastasi, der sich immer wieder lösen kann von Berti Fuchs. Vorteil. Und jetzt gibt es einen Freistoß für Juventus. Spielt etwa 24 Minuten, 0:0. Gori am Ball. Cucurella. Auch das im Training geübt. Berti Fuchs kommt sofort aus der Mauer. Die ganz schnellen Konter der Borussen laufen noch nicht bis jetzt. Danner. Jetzt vielleicht über die rechte Seite. Bonhoff. Simonsen wartet draußen. Jensen. Körpertäuschung aus der Drehung. Dino Sof richtig postiert. Bitega. Hier die Geste weiterspielen. Der Schiedsrichter deshalb das Gelächter sehr lauffreudig. Wimmer. Und es war kein Abseits.
Bonhof. Er sucht eine Lücke, um den Schuss anzusetzen. Simonsen. Stielicke. Noch einmal. Danner. Heynckes und ...26 Minuten, meine Damen und Herren, ein typisches Tor von Jupp Heynckes. Mit der Hacke und keine Chance für Soff. Und dieser Treffer erinnert etwas an das Tor hier vor 2,5 Wochen gegen Griechenland, das 1:0. Als er ebenfalls in letzter Streckung einen Ball abfälschte an den Pfosten. Die Sprechchöre Zugabe, das erwünschte, ersehnte Führungstor für den deutschen Meister. Anastasi. Ball im Aus. Ich bin gespannt, ob die Italiener jetzt ihre Deckung mehr lockern. Jensen, der Torschütze. Neue Sprechchöre. Jensen. Foul. Gestrecktes Bein zu hoch. Bisher, meine Damen und Herren, ein gutes Spiel. Es war verteilter, als man annehmen konnte und durfte. Vielleicht nicht zu Ungunsten der Borussia. Die Ruhe behalten hat, Selbstbeherrschung und trotzdem oder gerade deshalb zu ihrem Tor kam, die nicht blind gedrängt hat. Rainer Bonhof mit der Manschette am rechten Arm, Sie könnten es kurz erkennen. Vogt, Sieger gegen Anastasi. Riskante Rückgabe. Die Gladbacher greifen sofort an, wenn ein Gegner den Ball führt. Das ist richtig. Wieder Jensen. Sehr beweglich, der Mittelstürmer. Und Eckball. Jensen bisher von Morini nicht zu markieren. Wir sehen hier den Zweikampf. Exzellente Ballführung.
Ecke Bonhoff. Die Bank der Borussen. Trainer Udo Lattek. Der dritte von links. Bitiga. Jetzt könnte der Konter schnell laufen, wenn der Ball gespielt würde. Bitega gegen Schäffer, der recht resolut einsteigt, der junge Außenverteidiger, zum zweiten oder dritten Mal. Hinaus auf die Flügel. So wurde es im Training geübt, so ist es sicher richtig. Dort Kurzpassspiel versuchen, den Gegner auszuspielen, um dann in der Mitte eine Lücke zu finden. Mit langen Pässen auf die Flügel, wie es früher so oft gefordert wurde, ist natürlich gegen eine gut gestaffelte Abwehr nichts zu machen, die den Raum deckt. Und die dann, wenn sie gegen den eigenen Strafraum gedrängt wird, wie jetzt natürlich notabene zur Manndeckung übergehen muss. Bonhoff. Stielicke. Wimmer, der drüben zwei, drei Gegner auf sich zieht an der Seitenlinie. Jetzt kommt der Ball sicher gleich. Er könnte nach links kommen, wo Danner frei war. Noch 10 Minuten zu spielen. 1:0 für den deutschen Meister durch das Tor von Jupp Heynckes in der 26. Minute. Der Schiedsrichter aus Straßburg, Monsieur Wurz oder Würz, bisher ohne Fehl und Tadel, unerhört laufstark, immer auf Ballhöhe. Cucuredo, der zum Ball läuft. Abstoß. Der deutsche Meister kann jetzt natürlich ruhiger aufbauen, sich etwas mehr Zeit lassen. 1:0. Der kleine Simonsen gegen drei
großer Abwehrspieler, den Ball behauptet. Doppelpass, Simonsen. 2:0. Das war das Tor des kleinen Dänen. Wir werden es gleich in der Wiederholung sehen, der sich zunächst behauptet hatte, dann den Doppelpass aufnimmt, sich noch einmal durchsetzt und unter dem sich werfenden Dino Soff hinweg den Ball ins Netz bringt. 2:0. Ein Vorsprung nach Plan für Udo Lattek, würde ich sagen. Die Sprechchöre, verehrte Zuschauer, können Sie hören. Zugabe. Vielleicht erleben wir vor der Halbzeit noch ein Tor. Schiffer. Ich glaube, die Tatsache, dass die Borussia nicht blind und stur gedrängt hat, sie hat sich ausgezahlt. Ich wiederhole mich hier, aber ich glaube, diese Einstellung ist ein Schlüssel zum bisherigen Erfolg gewesen. Es verlangt natürlich von einer Mannschaft viel Geduld, die weiß, dass sie angreifen muss, dass sie einen Vorsprung erzielen muss. Viel Disziplin und auch viel Selbstsicherheit. Warten auf die Chance. 4, 5 Möglichkeiten waren da. 2 wurden genutzt. Simonsen. Richtige Entscheidung. Er hatte etwas gewartet, der Referee. Als kein Vorteil erkennbar war für die Italiener, kam der Pfiff. Herbert Wimmer, der Marathonläufer unter den Sprintern und Mittelstrecklern auf dem Platz. Stilicke war ausgerutscht, Konterchance, Anastasi und Abseits. Tardelli, der ins Abseits gelaufen war. Flügelspiel. Wimmer. Sie gehen und sie spielen bis zur Eckfahne. Das hat man nicht immer gesehen. In Europacup-Spielen gegen italienische Mannschaften. Und das ist ganz bestimmt richtig. Wittkamp, der Libero, der bisher fehlerlos gespielt hat, vor allem bei hohen Bällen sehr sicher wirkt. Und Szenenbeifall für den deutschen Meister, der 2:0 führt, kurz vor der Pause. Heinkes setzt sich durch. Er war festgehalten worden, Sie haben es vielleicht gesehen.
Herbert Wimmer auf dem Weg, den er oft gegangen ist, zur Eckfahne. Fünf, sechs Italiener im Angriff. Und dieser Schuss war alles andere als leicht. Er senkte sich, abgefeuert von Morini, dem Vorstopper. Er sah leicht aus und dann der Senker, Wolfgang Kleff. Anastasi hat bei dieser Attacke, bei dieser fairen Attacke von Berti Vogt seinen Schienbeinschoner verloren. Die Sprechchöre Berti, Berti, der wie so oft eine große Partie liefert als Antreiber und der den gefährlichsten Italiener Anastasi bisher nach anfänglichen Schwierigkeiten gut kontrolliert. Wimmer. Sehr viel Übersicht bei Wittkamp. Stielicke, der 20-Jährige, der hier mit einem Aufsetzer Dino Saft prüfte. Das Spiel ist unterbrochen, weil Morini humpelt. Kurz vor der Pause. Die Schlussphase der ersten Halbzeit natürlich schmuckloser, weil der deutsche Meister vor allem darauf bedacht ist, den Vorsprung, den 2:0 Vorsprung mit hinüberzunehmen in die Pause und jetzt auch schon mal ab und zu einen Ball ins Seiten ausschlägt. Wimmer, Simonsen geht rechts in Position, Berti Vogt, sein enormer Sprint über den halben Platz. Es wird viel gelaufen bei der Borussia, auch ohne Ball. Bonhoff. Der stärker ist, das weiß man, wenn er von der rechten Seite kommt. Die letzten Sekunden der ersten Hälfte. Das Halbzeitergebnis, meine Damen und Herren, sagt nicht alles, aber vieles. Eine 2:0-Führung von Borussia Mönchengladbach gegen Juventus Turin. Tore, Jupp Heynckes, 26. Minute und Allan Simonsen in der 37. Minute. Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt, meine Damen und Herren. 2:0 und der erste schnelle, direkte Konter des deutschen Meisters über Wimmer. Danner. Heynckes ist gestartet. Jensen. Freistoßentscheidung
Juventus Turin hat ausgetauscht. Vor etwa 6-7 Minuten ging Gori hinaus. Altafini heißt der neue Mann. Der 37-jährige Brasilianer, der jetzt den Zweimann-Angriff des italienischen Meisters führt. Bonoff. Altafini vorne in, hier haben wir ihn, beschirmt von Bonhoff in halbrechter Position. Anastasi im Vordergrund gegen Berti Vogts. Der deutsche Meister hat es etwas ruhiger angehen lassen in diesen ersten 15 Minuten, hat wiederholt versucht, Juventus aus der eigenen Hälfte herauszulocken. Und die Italiener sind stärker geworden, sind öfter am Ball. Sonderbeifall hier für Berti Vogts. Der beste Abwehrspieler, und das gilt sicherlich nicht nur für diese Begegnung. Wimmer, er läuft seinem Gegenspieler davon. Altafini gegen Bonhoff, 37 Jahre, der deutsche Weltmeisterschaftsspieler ist 23. Wolfgang Kleff, der jetzt häufiger geprüft wird, zum dritten Mal im zweiten Durchgang. Simonsen. Jensen geht, sein Landsmann gegen Morini. Dana. Die Ecken von links werden regelmäßig von Bonhoff geschlagen. Das Rezept, Jupp Heynckes ist im Torraum beim Torwart und Jensen, der kopfballstarke dänische Mittelstürmer, soll hineinstarten in diesen Ball. Das ist wenigstens eine Variante. Wieder kurz, Simonsen, der Verlängerte. Viele Varianten im Spiel der Borussia, auch dieser weite Einwurf. Die Spieler von Juventus Turin werden immer wieder überrascht. Das permanente Duell Anastasi Berti Vogts. Ballsicherung geht vor. Schnelles Kontern in diesem Fall. Der Akzent auf Ball und damit auf Spielsicherung ist unübersehbar beim deutschen Meister bei einer 2:0 Führung. Kein Wunder, aber das ist natürlich erst die Vorentscheidung.
Kopfball stark. Die Turiner in der Abwehr. Altafini. Schnelle Kombination. Wittkamp überspielt. Und Kleff. Mit schneller Reaktion, aber im Glück. Der Ball prallte noch einmal ab und dann hinaus ins Spielfeld. Wittkamp. Diese Phase, meine Damen und Herren, verlangt viel Selbstbeherrschung von den Borussenspielern, genau wie im ersten Durchgang. Sie würden natürlich lieber, zumal mit einem 2:0 Vorsprung im Rücken, stürmen. Aber in einem Cup-Spiel, im Hinspiel, mit dieser Führung, muss man natürlich zunächst auf Sicherung des Balles, des Ergebnisses bedacht sein. Bisher jedenfalls von einer Ausnahme abgesehen. Sehr moderierte Angriffe, keine blinden Pässe. Aber der Spielrhythmus vielleicht um einige Takte weniger hoch als in den ersten 45 Minuten. Stielicke, Heynckes. Degas, der da den Ball gegen den jungen Schäffer verlor. Jensen am Ball unerhört stark gegen Morini. Simonsen, Kopfballvorlage, wie vorhin. Wimmer gegen Forino. Dana. Klare Sache, der kleinste Mann hier, Alan Simonsen. Unerhört wendig von den Italienern in vielen Zweikämpfen. Kaum zu packen, es sei denn, mit den Händen, er wird festgehalten. Gute Torentfernung für Rainer Bonhof. 3,24 Meter. Wie ein Wiesel geht er durch die Abwehr. Und da war auch Dino Soff im Glück, wie vorhin auf der anderen Seite Wolfgang Kleff bei dieser Faustabwehr. Die Italiener entwickeln sich schnell aus der eigenen Hälfte. Forino. Spielt im zweiten Durchgang etwa 25 Minuten, meine Damen und Herren. Das nächste Tor, wenn es fällt, kann hier viel verändern. Und es kann fast schon alles entscheiden, ein 1:2.
gäbe dem Spiel ein neues Gesicht. Ein 3:0 wäre die Entscheidung, die Vorentscheidung in dieser Auseinandersetzung. Jensen. Stielecke, der da in diesen Ball hineinflog und ihn um Zentimeter verpasste. Das hätte die Entscheidung sein können. Der alte Mann und der Weltmeister, so könnte man sagen, Altafini gegen Rainer Bonhoff. Simonsen läuft frei. Keine Chance für Pietro Anastasi. Gerufe Berti, Berti hier, der 65.000. Vorteil. Die Madonna. Kleff sollte im Tor bleiben. Er wollte hinauslaufen. Ich glaube, besser und spektakulärer kann ein Abwehrspieler einfach nicht klären, wie es der Gladbacher Kapitän hier tat. Gegen einen Stürmer, der ganz gewiss zu den Besten in Europa zählt, gegen Anastasi, der ganz stark begonnen hat hier in den ersten 10 Minuten und der jetzt fast untergetaucht ist. Aber er bleibt natürlich ein gefährlicher Mann. Stielecke. Wimmer, die Lücke. Ein Abstoß, keine Ecke. Zwei zu null Führung für den deutschen Meister. Die Tore Jupp Heynckes in der 26. Minute. Ein abgefälschter Ball mit dem Absatz und das 2:0 durch Simonsen in der 37. 2:0 ist natürlich ein glänzendes Ergebnis gegen Juventus Turin nach 90 Minuten und nicht nach 75. Der deutsche Meister muss aufpassen. Alle Spieler bis auf Sof in der Hälfte der Borussia. Altafini, Anastasi. Wittkamp, der Libero, im Kopfballspiel der stärkste Gladbacher. Ja, man sucht sich etwas jetzt. Dietmar Danner, der das Spiel machen soll, zusammen mit Uli Stielecke. Jensen, fantastisch am Ball. Ich glaube, Morini, der in der Nationalmannschaft schon fast gegen alle großen Mittelstürmer gespielt hat, ist selten so oft versetzt worden wie an diesem Abend hier im Rheinstadion vor 65.000. Der Däne. Bisher ohne Torerfolg, aber
Für mich der beste Stürmer hier. Wimmer. Das Spiel hat sich etwas gewendet. Es ist absolut offen und verteilt. Die Italiener sind gleichwertig geworden. Die Borussia hat mehr Raum. Und ich frage mich, warum sie ihn nicht ab und zu konsequent nutzt. Es wird viel mit dem Ball gelaufen, wie jetzt durch Stielike. Aber auf der anderen Seite hat diese Partie viel Kraft gekostet. Es war kein Foul. Chivrea, der Libero, oder besser gesagt der Ausputzer, zum ersten Mal vorne, jenseits der Mittellinie. Cucuredo, Altafini. Furino. Herbert Wimmer muss jetzt öfter hinterherlaufen. Und jetzt kommt er. Jensen weggestoßen von Morini. Juventus kommt. Altafini, Anastasi. Ein glänzender Schiedsrichter an diesem Abend. Da sollte ein Mitspieler bei Juve freigesperrt werden. Außerdem wurde gedrückt. Hier. Das Foul. Aber man muss auch sagen und betonen, meine Damen und Herren, es war ein faires Spiel bisher. Es gab eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob Sie es miterlebt haben in der Anfangsphase der zweiten Hälfte, als Chirea, der Ausputzer, verwarnt wurde. Dietmar Danner, Jensen, Elias Morini auf sich zukommen. Wo geht er vorbei? Links oder rechts? Stielike. Der Rasen und auch der Ball ist etwas rutschig geworden hier in der Abendkühle. Chirea. Anastasi. Simonsen, Jensen. Das Angriffsspiel des deutschen Meisters ist in Stocken gekommen in den letzten 10, 15 Minuten. Foulspiel von der Seitenlinie drüben signalisiert.
Turin ersatzgeschwächt, ohne Causio, ohne Capello, sucht seine Chance, drängt auf den Anschlusstreffer. Noch kontrolliert der deutsche Meister alle Angriffe. Er spielt betont auf Ballsicherung. Man könnte fast sagen, sie proben bereits das Rückspiel, aber wichtig und entscheidend ist, dass sie das zu Null halten. Etwa 8 Minuten. 2:0 für Mönchengladbach. Jensen wirft ein. Stielicke. Rainer Bonhoff, gehandicapt, eine Manschette am linken Unterarm. Er hat lange pausiert, 4-5 Wochen, und er hat offensichtlich auch Schwierigkeiten mit Altafini. Sie haben es einige Male beobachten können. Er läuft jetzt zurück, ist praktisch letzter Mann bei der Borussia. Zusammen mit Wittkamp, dem Libero. Eine unglückliche Aktion von Tardelli gegen Herbert Wimmer. Wer bietet sich an? Danner. Der Spielrhythmus ist abgeflaut. Das sieht man fast in jeder Aktion. Aber die Spannung wächst natürlich, meine Damen und Herren, je näher der Schlusspfiff kommt. 2:0. Und Jensen könnte danach schicken. Wimmer. Danach steht im Anstoßkreis, hält sich den linken Oberschenkel. Ball war nicht im Aus. Bittega, Anastasi, Furino, Altafini. 37 Jahre, kein Foul, ganz klar, aber er ist immer noch ungemein gefährlich. War eher als Bonhoff zum Ball gestartet. Bittega. Es war kein Abseits. Die Borussenabwehr hatte offensichtlich auf einen Pfiff gewartet. Der Blick zur Uhr bei Udo Lattek. 5 Minuten, 2:0. Jensen. Die Fehlpässe häufen sich, das soll keine Kritik sein. Das Spiel ist schmuckloser geworden nach dem 2:0. Sie haben den deutschen Meister, die Borussia, verehrte Zuschauer, sicherlich schon glänzender, spektakulärer gesehen. Aber ich glaube, selten so nüchtern, so ganz auf den Erfolg eingestellt wie heute Abend. Gegen Juventus 2:0 zu führen in der Schlussphase, das war das Ziel und noch kann es realisiert werden.
Es ist ein Cup-Spiel, kein Meisterschaftsspiel, das in 90 Minuten entschieden wird. Die italienische Bank mit Carlo Parola im Vordergrund, dem Coach, dem 54-Jährigen. Acht oder neun Mal hat es große Begegnungen gegeben zwischen deutschen Fußballmeistern und italienischen. Und nur einmal hat sich eine deutsche Mannschaft durchgesetzt. 1860 München gegen den AC Turin. Abgepfiffen hier. Es gibt einen Freistoß für die Italiener. In den anderen sechs oder sieben Fällen dominierten die Spieler aus Italien. Jensen, er müsste nach links hinausgeben. Links war Stielicke freigelaufen. Kein Abseits. Altafini lauert in der Mitte. Viele der 22 sind geschafft. Sie alle sind viel gelaufen. Herbert Wimmer, noch einmal der Antritt. Jensen. Eine der wenigen Chancen für den deutschen Meister im zweiten Durchgang. Jensen. Und Dino Soff, der große Torwart, der beide Treffer nicht verhindern konnte. Noch gut zwei Minuten, 2:0 für die Borussia. Nur zögernd kommen die Spieler von Juventus aus dem Anstoßkreis nach vorne. Schäfer, Stielicke, Ballsicherung. Raumgewinn, Simonsen. Noch am Ball. Kleiner rechts außen mit einer großen Leistung. Er ist wieselflink. Dino Soff hier im Glück, im Nachfassen. Berti Vogts. Die letzte Minute der regulären Spielzeit. Bitega, Anastasi. Auf Altafini. Man wartet hier auf den Schlusspfiff. Unten die Bank von Borussia Mönchengladbach. Die Fotografen dicht davor gescharrt. Aber noch ist die Partie nicht zu Ende. Die ersten 90 Minuten dieser Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Meister und dem italienischen Titelträger. Jetzt kommt der Schlusspfiff, meine Damen und Herren. Und ein Resümee ist überflüssig. Ein 2:0 gegen Juventus Turin. Das war der Plan von Borussia Mönchengladbach, von Udo Lattek. Eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. November. Die Tore Jupp Heynckes und Alan Simonsen. 2:0 gewinnt also der deutsche Meister den ersten Vergleich mit Juventus Turin.